Brandstiftung und Klimawandel. Wie berichtet, wurde der schreckliche Brand auf Teneriffa durch Brandstiftung und nicht durch den Klimawandel verursacht. Die Verursacher waren also Menschen, aber warum war der Brand so heftig und zerstörerisch? Das liegt am Klimawandel, der auch auf den Kanaren immer mehr hohe Temperaturen verursacht. Diese haben die Bedingungen geschaffen, um die Flammen dieses Feuers auszubreiten und fast 15.000 Hektar der Insel zu zerstören. Viele haben den Klimawandel geleugnet, einige sind immer noch nicht einsichtig. Wir haben es nicht mehr mit Prognosen oder wissenschaftlichen Hypothesen zu tun. Der Klimawandel ist bereits Realität. Nochmals zur Klarstellung: Die Verursacher des Brandes waren Brandstifter, doch die Wetterbedingungen haben die schreckliche Ausbreitung des Feuers entfacht. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.